Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Mafia Definitive Edition. Wir haben unser Auto hier überhaupt nicht im Weg abgestellt und machen uns auf den Weg. Wir erinnern uns nach unserem Banküberfall mit Pauli, wo dieser von Salieri erschossen und Sam klärt uns jetzt vielleicht ein bisschen Kohle, damit wir unsere Familie in Sicherheit bringen können. Ich bin gespannt. Don't move, Tommy. Shit. Hey, Tom. Sam. What the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Apollis. Here's your cut. It's more than you deserve. Sam, you killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore up about it. I'm just in a good mood. Things are right between me and the Don. I'm moving up, and I just found this big bag of money. The Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on. You're the one that let her live. I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. So ein verräter Schwein. Shame, too. Don Salieri really liked you. Guess we'll both have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Maybe. But you'd have lived a lot longer if you'd have just looked over your shoulder from time to time. Goodbye. Don't let him suffer, boys. He's my buddy. Schön. Get over here now. Got you down now. Books are open. Wie dumm. Also ich bin dumm. Also ist auf jeden Fall ein epischer Schauplatz. Where'd you go, Sam? Business is business, Tom. I know that you, out of all of them, know that. No more your friends have to die then, Tom. No one can go. What up, asleep? I'll miss our talk back at the bar. Narbe treiben sich herum. Got
Na? So, Spritzen-Typi tot. Der Kollege hier auch. Jetzt haben wir hier die Schrotflinte einsammeln, dann haben wir eine Zweitwaffe. Und da treibt sich der nächste rum mit einem Thompson-Maschinengewehr. So. Nein. Gut, dieser Fehler mit dem Nachladen, den werde ich wohl auch nicht mehr los. Oh. Ja, das war verdient, weil nicht gut von mir. Das machen wir doch glatt nochmal. Ach, Sam, der alte Verräter. Naja, den nehmen wir jetzt auseinander. Continue. Make your bones, boys! Send him! Es war voll weit weg von dem Feuer. Gar kein Grund, dass ich hier brennen sollte. Zigarettenschachtel. Nee, Comic-Heft, auch gut. Alter, Walter. So. Was? Wie gemein. Da hat er sich da einfach rausgetraut. Also an sich ist es ja schon gut, was der da gemacht hat, aber trotzdem voll fies. Voll fies. Puh. Was? Sein Gesicht, Alter.
Ah, sehr geil. Ja. Ach komm. Ein Versuch noch und danach. Das ist krass, wie viel Damage mich der Molly gemacht hat. Ein Versuch noch und dann beende ich, glaube ich, die Episode. Komm. Meins Gold. Schachtelchen einsammeln. Und dann mal gucken, was uns hier erwartet. Was? Boah, was? Der stürmt mich einfach mit einer abgesägten? Alter. Ja, krass. Ja, ein Versuch noch, oder? Komm, einen machen wir noch. Das wird schon was. Ja. Oh. Durch. Wir wissen ja nur so, dass es hier Erste Hilfe gibt. Au! So. Shoot it.
Ein Schurke noch, komm schon. So, wo sind sie denn? Die nächsten coolen Mafiosi, die sich mit mir anlegen wollen. Hier ist ein Comic-Heft. Im Kunst, also im Museum. Schön. Running out of guys yet. Da haben wir aber ja ganz schön was zurückgelassen. Lucky shot, Tom. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle. Put them down, boys. Und damit beenden wir die Folge, würde ich sagen. Der Atze-Vampir hier hat uns ins Gesicht geschossen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, alles Feine. Bis dann. Bye, bye. Tschüss und auf Wiedersehen.